Einschub. Ein aufregender Samstag für die 25 Kinder der neuen ersten Klasse an der Dabendorfer Grundschule. Nacheinander in Zweiergruppen betreten sie ihren Klassenraum. Platz suchen, Probe sitzen, bevor es am kommenden Montag dann richtig losgeht. Endlich. Die Vorfreude ist groß. Eigentlich auf alles. Auf Rechnen. Schreiben. Schreiben, ja. Kannst du schon schreiben? Ein bisschen. Die erste Aufgabe, alle sollen etwas in ihr Heft schreiben oder zeichnen. Der eigene Name ist jetzt schon für die meisten kein Problem. Klassenlehrerin Edith Bienert freut sich darauf, wenn es ebenso gut mit dem Lesen klappt. Alle Kinder lernen lesen, Indianer und Chinesen. Selbst am Dorf, wo lernen alle Eskimos. Hallo Kinder, jetzt geht's los. Also das Lesen ist für mich so der erste Knackpunkt. Ich glaube, das Schreiben, das ist leichter zu schaffen, aber dann, wenn sie es geschafft haben, aus den Buchstaben wirklich Wörter zu bilden, das ist für mich die erste Herausforderung und die erste Aufregung. Also das erste Ziel, was ich meistern möchte. Nach gut 45 Minuten ist auch die erste Schulstunde gemeistert. Zeit für Familienfotos, natürlich mit Schultüte. Super, jetzt geht's richtig los. Jetzt kann er zeigen, was er schon lange erwartet hat, was er gerne machen wollte. Lesen lernen. Und jetzt ist es spannend. Stolz wie Bolle. Ja, nee, wirklich schön. Die Einschulungszeremonie war auch wirklich wunderbar. Und ja, ist rundum gelungen, würde ich sagen. Die Feierstunde findet am Vormittag in der Dabendorfer Mehrzweckhalle statt. Viertklässler zeigen ihren neuen Mitschülern mit einem kleinen Bühnenstück, dass man vor der Schule keine Angst haben muss und ruhig Fehler machen darf, um daraus zu lernen. Alle sagen, ihr seid beide echte Bengel. Aber Schule, die ist für uns alle. Und das allererste Mal. Wer möchte mal kurz erzählen, wie habt ihr denn gestern den Abend verbracht, um nicht ganz so doll aufgeregt mehr zu sein? Was hast du gemacht? Ich habe Fernsehen geguckt. Auch für Ingrid Rindler ein aufregender Tag mit vorhergehender schlafloser Nacht, obwohl sie Routine mit Einschulung hat. Die heute ist ihre 25. als Schulleiterin und vielleicht auch ihre letzte. Nach dem Schuljahr will sie, wenn alles nach Plan verläuft, in Ruhestand gehen. Ich bin seit 1971 hier an dieser Schule, angefangen als Referendarin, dann nachher seit 1973 richtig als Lehrerin eingestellt, also 45 Jahre hier an dieser Schule. Und jetzt hat dann auch mal meine Familie Anspruch, dass die Mama, die Oma, die Ehefrau auch mal zu Hause für die anderen da ist. Seit 1991 hat Ingrid Rindler die Dabendorfer Grundschule als Leiterin geprägt. Aktuell sind hier rund 160 Kinder. Die Schule hat in der Region einen guten Namen. Also eine Kämpferschule, eine Schule mit gutem Niveau und sehr familiär. Also wir sind glücklich und zufrieden, hier sein zu dürfen. Wenn Ingrid Rindler in Rente ist, werden ihr, das weiß sie jetzt schon, Kinder und Kollegen am meisten fehlen. Eine Sache jedoch überhaupt nicht. Das ist Formblatt 4378 und Formblatt 4696. Diesen ganzen Papierkrieg, der ist so ausgeufert. Und das ist der Teil der Arbeit, die ich überhaupt nicht gerne mache. Da stehe ich auch zu. Ja, auch in der vierten Klasse kuscheln kann man noch hören. Also die Kinder waren und sind für mich immer das Wichtigste in der Schule. Dass die Kinder etwas lernen. Aber dass sie auch soziale Werte entwickeln, ist mir sehr wichtig. Nicht nur den Lernstoff vermitteln, sondern das Miteinander. Aufstellung zum ersten Klassenfoto und dann geht's zu großen oder kleinen Einschulungsfeiern mit Familie und Freunden.